In den Jahren 2002 bis 2006 prägte Griechenland eine Münze, die nicht nur als Zahlungsmittel dient, sondern auch ein Zeugnis der reichen Geschichte und kulturellen Identität dieses Landes ist. Die 10-Euro-Cent-Münze der Dritten Hellenischen Republik, die nach der Wiederherstellung der Demokratie 1974 entstanden ist, erzählt eine Geschichte von Revolution, europäischer Integration und nationalem Stolz. Die Vorderseite dieser Münze ist ein ehrwürdiges Abbild von Rigas Ferraios Velestinlis. Ferraios, ein revolutionärer Denker und Schriftsteller des 18. Jahrhunderts, verkörpert den unerschütterlichen Geist des griechischen Volkes. Seine Vision von Freiheit und Einheit, die er mit seinen Schriften und Handlungen beförderte, wurde schließlich zur treibenden Kraft hinter der griechischen Revolution von 1821. Das Porträt von Ferraios ist von einem Kranz aus 12 Sternen umrahmt, die die Europäische Union symbolisieren. Diese Symbolik verbindet die historische Sehnsucht nach Freiheit mit der modernen Realität eines vereinten Europas. Das Prägejahr und das Münzzeichen der griechischen Münzanstalt flankieren das Porträt, verleihen der Münze Authentizität und Verankerung in ihrer Zeit. Die Rückseite der 10-Euro-Cent-Münze zeigt ein Design, das in der gesamten Eurozone bekannt ist. Die von Luc Luix entworfene Darstellung zeigt die Wertzahl 10 und eine stilisierte Version des europäischen Kontinents. Die hervorgehobenen EU-Mitgliedstaaten auf der Karte sind ein leuchtendes Symbol der Einheit und Zusammenarbeit. Dieses einheitliche Design unterstreicht die kollektive Identität der Euro-Mitgliedsländer, während es gleichzeitig die individuellen nationalen Besonderheiten respektiert. Es ist ein täglicher Erinnerung an die Bürger der EU, dass sie Teil eines größeren, harmonischen Ganzen sind. Die Münze besteht aus Nordic Gold, einer einzigartigen Legierung aus 89% Kupfer, 5% Aluminium, 5% Zink und 1% Zinn. Diese Mischung verleiht der Münze nicht nur ihren charakteristischen goldenen Glanz, sondern auch eine bemerkenswerte Korrosionsbeständigkeit. 4,10 Gramm ein Maß an Perfektion, das in der Hand angenehm liegt und die Solidität der Währung vermittelt. 19,75 mm eine Präzision, die durch jahrzehntelange Handwerkskunst erreicht wird. 1,93 mm dünn genug, um bequem im Alltag verwendet zu werden, aber robust genug, um den täglichen Anforderungen zu widerstehen. Rund die Form, die seit Jahrhunderten in der Münzprägung bevorzugt wird, symbolisiert Vollständigkeit und Kontinuität. Geriffelt, die feinen Rillen am Rand der Münze bieten nicht nur eine taktile Freude, sondern auch Sicherheit gegen Fälschung. Medaillenorientierung eine subtile, aber bedeutungsvolle Entscheidung, die sicherstellt, dass beide Seiten der Münze in die gleiche Richtung zeigen, wenn sie gedreht wird. Die Wahl von Rigas Ferraios als Motiv auf der Vorderseite der Münze ist mehr als eine historische Hommage. Sie ist eine Anerkennung des revolutionären Erbes und der kulturellen Wurzeln Griechenlands. Ferraios visionäre Ideen und sein Mut inspirieren noch heute, und seine Präsenz auf dieser Münze erinnert die Griechen an ihre unermessliche Tapferkeit und ihren unbezwingbaren Willen zur Freiheit. Die 10-Euro-Cent-Münze ist im Alltag allgegenwärtig. Sie wechselt täglich tausende Male den Besitzer, von den Straßen Athens bis zu den malerischen Dörfern auf den griechischen Inseln. Ihre Anwesenheit in den Taschen der Bürger ist ein stiller Zeuge der wirtschaftlichen Interaktionen und des sozialen Lebens. Während die meisten dieser Münzen aufgrund ihrer großen Auflage und ihrer Rolle als Umlaufgeld nur ihren Nennwert von 0,10 Euro haben, gibt es dennoch Exemplare, die für Sammler von besonderem Interesse sind. Unzirkulierte Münzen oder solche aus speziellen Jahrgängen können einen höheren Wert erzielen, insbesondere wenn sie in hervorragendem Zustand sind. Die griechische 10-Euro-Cent-Münze von 2002 bis 2006 ist weit mehr als nur ein kleines Stück Metall. Sie ist ein Symbol der kulturellen Identität, der historischen Errungenschaften und der modernen europäischen Integration Griechenlands. Jedes Detail dieser Münze, von der sorgfältigen Auswahl des Porträts bis hin zur technischen Präzision, erzählt eine Geschichte von Stolz und Zusammengehörigkeit. Sie ist ein Kunstwerk in den Händen der Menschen, das sowohl die Vergangenheit ehrt als auch die Zukunft umarmt.